Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Und jetzt sind wir hier. Achso, bei den letzten Kampf noch. Stimmt. Schattenherz hat was gemacht. Müssen, ne? Sie kann noch einen Trank nehmen. Vorsichtshalber ist vorsichtshalber. Okay, kann sie nicht. Dann können wir abschließen. Wir sollten auch nicht vorpreschen. Wir sollten nur uns mit dem Bären dahin stellen. Fertig. So, wir können auch wieder ein bisschen vorgehen und vielleicht den treffen. Nein, natürlich nicht. Warten, bis die kommen, oder? Softer than a whisper. Shall we dance? Ja, ich weiß nicht. Er trifft die auch nicht, ne? Und oben sind auch noch welche. Wir hätten hochgehen können, ne? Jetzt bin ich nicht hochgegangen. Naja, schade. Keine Ahnung. Kann ich mich hier hinstellen? Ganz weit vorne und dann treffen? Auch nicht. Ein Säurepfeil schießen? Auch nicht. Der geht nur so weit. Das wäre irgendwie auch dumm, ne? Wir lassen es einfach. Rettungswurf fett, okay. Also, wir haben Schattenherz oder über uns. Ich glaube, wir sollten uns über uns konzentrieren, ne? Ja, war die richtige Entscheidung. Dann hier in Deckung, da können sie uns nicht treffen. Dann Bär. Bär kann... Ja, ich dachte, Bär kann mehr als verstecken, aber okay, gut. Ein Vorteil. Tschüss. Ist der weg da oben? Ich hoffe schon. Natürlich muss das für hier schlagen. Los, Astarion. Du schaffst das jetzt schon. Astarion, warum bist du da nochmal? Hm? Ja, nee, dann machen wir das so. Dann machen wir das leider so. Ciao. Hi. Na, wie geht's Ihnen so? You did it. You actually did it. The leader's dead. Praise Sylvanas. Ja. No. That's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing was never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Das ist nett. Ich brauche eure Hilfe. And you'll receive it soon enough. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Okay, klar. No one back home will ever believe this. Klar, in den Haien sind wir dann um, ne? Gut. So, lass mal bei Kampf speichern. Bei den anderen muss ich glaube noch ein Thumbnail machen mit denen hier. Wenn es denn geht. Ein Schlüssel. Ein Glaubensbrecher. Okay. Ich muss erst mal gucken, wer kann noch ein bisschen was nehmen. Sie wahrscheinlich.
What can I do for you, my friend? Nicht so viel, aber jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr verstecken, oder? Ich kann ein bisschen was tragen, Karlach nicht mehr. Ist aber auch nicht angezeigt wird, wer schon gelootet wurde und wer nicht. Hallo, bitte. Danke. Achso. Ja, bin doof. Natürlich kann man das so gucken. Natürlich kann man so gucken. Und da an der Wand war ein Hebel und wir brechen das auf. Naja. I'll take that. Swift as my feet can carry me. Ja, keine Ahnung, wie viel haben wir noch? Okay, wie hat Astarion noch? Sehr viel. Astarion, please. Ja. Und sie auch. Okay. Perfekt. Noch ein Schlüssel. Und eine Bombe, die wir geworfen haben, haben wir wieder bekommen. Ja, gut. Dann gehen wir hier hoch, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns hier um, ne? Da haben wir das Goblin-Lager erfolgreich abgeschlossen. Einfach erfolgreich. Dafür bin ich viel zu groß wie was. Und das nehmen wir natürlich auch mit die Seite hier, ne? Wer sagt denn hier was zu groß und sowas? Hä? Gut. Ja, das hatten wir dann. Da drüben waren wir eh, ne? Hier so. Ja, hier drüben müssen wir gewesen sein. Was auch immer das. Ein Abgrund, okay, gut. Na, aber hier ist eine Holztruhe. Lala, wir gehen erstmal hier oben überall looten. Geht das mit Astarion? Ich weiß es nicht. Toter Gedankenschinder ist da unten auch noch. Da müssen wir auch noch gucken. Wir waren da noch nicht unten, ne? Karlach. Also Karlach kommt da hoch. Liegt eine Fackel dann rum? Keine Ahnung. Alle außer Astarion kommen hier hoch. Hello. Das ist ja dann okay. So. Hier ist nichts, da ist nichts. Vielleicht finden wir noch irgendwo was. Hier ist eine Fackel oder so. Eine schwere Truhe auf jeden Fall. Gut. Dann hätten wir hier oben nichts mehr, ne? Da unten waren wir auch überall, ja? Das ist sicher. Da unten waren wir überall. Oh, hier ist gleich eine Leiter. Cool. Das einzige ist nur im Spinnenbau. Warum macht Karlach das? Warum habe ich das gemacht? Ist so unnötig. Ach, Gott sei Dank ging das. Okay. Trotzdem einfach richtig unnötig gewesen.
Und bei den Spinnen müssen wir noch gucken. So. Speichern schon mal, dass wir hier alles gelootet haben. Der Gedankenschinder hat nichts. Hier ist nichts Wirkliches drin. Ach, die haben hier wahrscheinlich getrommelt, ne? Ich habe alle Trommeln gemacht und der hat hier getrommelt und dann war es das. Naja, was ist denn auf den Thron? Dahinter sind auch nur Kerzen oder so, ne? Gut. Wir gucken weiter. Hier konnte man hoch auf die Strickleiter, aber da kommt man nur wieder da hoch, ne? Wo wir eben geguckt haben. Das ist alles sehr wichtig. Wir müssen alles looten und durchsuchen. Gut, dann gehen wir kurz hier nochmal hoch, gucken, ob das auch da oben... Ja, hier ist sonst nichts. Dann wieder runter, bitte. Und dahin. Perfekt. Joa, wir nehmen hier ein paar Sachen mit. Karnach. Ein paar Sachen sollten wir mitnehmen. Wie ihr stürzt in Abgrund beim Looten. Dann ist aber alles vorbei. Zum Lager senden, zum Lager senden. Ach doch nicht bei ihnen. Ans Lager. So. Denn sind wir nicht mehr überladen. Aber Astarion, komm mal mit. Du kannst auch ein paar Sachen nehmen. Joa. Das wär's dann. Auch wieder fast überlastet. Du knackst jetzt das hier. Und mit einer 20. Ja, das wird ein bisschen dauern, oder? Obwohl, dauert doch nicht so. Ja, kriegt das auf. Oh, infernalisches Eisen wieder und Amulette und so. Wir müssen gucken, wen wir das geben. Das kostet nicht so viel. Das ist ein bisschen was. Was sind das? Selunes Träume. Hervorrufungszaubertrick. Okay. Tapferkeit des unterliegenden Träger. Der Träger ist bei Nahkampfangriffwürfen im Vorteil, wenn er von zwei oder mehreren Gegnern umzingelt ist. Okay. Stiefel des Frühlingsschritts. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Züge lang Wucht. Wow. Alles genommen, nichts mehr da. Das ist cool. Vor allem mit den infernalischen Eisen und so. Gut, da haben wir unten nur noch die Spinnen. Würde ich sagen, weil hier gibt es ja nichts mehr, ne? Da hinten waren wir auch. Die Frage ist nur, wo geht's runter? Unten im Keller war auch nichts, oder? Was mit ihnen hier? Will der raus?
Das ist aber gerade so mit den ganzen Bonussen. Absolute love gone. Dead! Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Mach das. Vielleicht hilfst du uns mal später. Cool. Rettung des Ketzers. Na, vielleicht hilft er uns ja wirklich, ne? So nach dem Motto. Man weiß es ja nicht, oder? Überladen. Klar. Alles überladen. Dann geben wir hier was. Ja. Und dann muss Shadowheart noch mal ein bisschen looten. So. Eine ruhige Rast noch mal. Ja. So, sind alle schon fast voll. Astarion hat ja nichts. Gut, nächster Kampf. Ich gehe mal aus dem Weg. Ehrlich, bitte. Gut. Was ich eigentlich sagen wollte, er könnte noch mal ein Getränk trinken. Das sind zwei trinken. So. Jetzt aber gut. Dann könnten wir noch mal den Kampf brauchen. Ja, Next Move ist hier, die zu plündern, weil die uns angreifen wollten, weil die doof sind. Naja. Haben wir hier sonst noch was? Sollten wir uns das hier einprägen? Oben Vollmond, rechts Halbmond, links Halbmond, unten Schatten. Habe ich mir sowieso gleich wieder vergessen, also. Ja. Was können wir hier machen? Schleifstein? Nichts? Gut. Ich habe es angeklickt, kam aber nichts. Hier auch nicht. Dann wieder runter. Ich wollte nicht mit euch reden. Ich will doch nur runter wieder. Oh Mann, nee. So, wenn wir hier sind. Stimmt. So. Dann gehen wir wieder hier runter. Wir waren eigentlich ganz überall, ne? Wir können hier hinten nochmal runter gucken, kurz. Ne, da waren wir auch. Da ist der eine geflohen, ne? Da brauchen wir nicht runter gucken. Wir müssen nur noch hier gucken. Hier ist keine Ahnung was und da. Aber es, der zeigt der Pfeil nach oben, das ist oben, ja. Brauchen wir da nicht gucken, nur die eine Tür noch. Und das hier. Habe ich nicht vergessen. Deswegen sollten wir speichern und mal die Höhle begutachten. Was ist in der Höhle? Ja, komm schon, geh. Ein geschändeter Tempel. Okay, sollten wir hier durchgehen? I don't know. Ich weiß es nicht.
Aber hier ist auch nichts, ne? Außer dass man da hochspringen kann oder so. Kann man hier hoch? Nee, ne? Aha. Da ist noch die eine Tür. Ja, vielleicht hätte man von oben runter gehen können und die Spinnen von hinten überraschen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wir gucken ja eh alles nach. Daher gehen wir wieder hier raus. Ja, den hatten wir schon. Okay. Der wurde ja runtergeworfen, armer Typ. Armer Typ. Ganz armer Typ. Naja, was soll's. Dann gehen wir jetzt hier lang. So eine Schöpfkellen, die brauchen wir auch nicht. Okay, ein Silbertablett nehmen wir mit. Und dann, Astarion, bitte walte deines Amtes Schloss knacken. Easy. So, kriegen bestimmt da drin Ärger, weil wie ich schon gesehen habe, eben in dieser Höhle. Hier drin ist ein riesiger Oger oder was auch immer das sein soll. Riese, Oger, was auch immer. Illustrierte Abenteuer Baldurans. Dieses Buch ist vollgepackt mit Abenteuergeschichten. Die Monster sind wild, die Männer muskulös, die Frauen vollbusig und die Kleider schnell vom Leib gerissen. Auf jeder zweiten Seite werden Knochen gebrochen und Schädel gespalten. Du findest aber auch einen Abschnitt, der etwas weniger blutig ist. Die Augen der Frau waren geheimnisvoll und volle Versprechen. Baldurin war faszinierend. Alles fragte er. Alles fragte sie. Ihr müsst es nur sagen und es gehört euch. Und was wollt ihr im Gegenzug? Ach, nur etwas Kleines. Sie lächelte. Baldurin lachte. An ihm war nichts klein. Ich will eure Seele, Baldurin, seufzte sie. Gebt mir euren Geist und was auch immer ihr begehrt, wird euer sein. Baldurin dachte einen Augenblick nach. Also gut, ich will eine Rübe. Sie stutzte. Eure Seele im Tausch gegen eine Rübe. Eine schöne Rübe, nickte Baldurin. Also gut, dunkler Rauch umweht die der Frau, deren Haut sich rot färbte. Dann sollt ihr... Die nächsten paar Seiten sind herausgerissen. Als die Geschichte schließlich weitergeht, kniet die Frau inzwischen als Teufel enttarnt zu Baldurans Füßen. Verflucht sollt ihr sein, Baldurin. Ich bin euch gebunden. Ihr könnt mich befehligen und eure Seele gehört wieder euch. Lasst euch das eine Lehre sein, lachte Baldurin. Unterschätzt niemals die Macht einer Rübe. Okay. Briefe aus Kerzenburg. Eine Auswahl der interessantesten Briefe, die aus Kerzenburg verschickt wurden. Viele sind nur trockene Berichte über die Bewegung von Himmelskörpern oder enthalten verständliche Beschreibungen arkaner Rituale. Dieser Brief aber springt dir ins Auge. Weiser Elmister, ich habe im vergangenen Jahr viele eurer Briefe an Meister Gorion zugestellt. Daher wollte ich euch die traurige Nachricht übermitteln. Leider ist er von uns gegangen. Gorion, sein Mündel, verließen Kerzenburg kurz nach Eintreffen eures letzten Briefes an ihn. Sie brachten nicht mitten in der Nacht auf, wurden jedoch schon kurz darauf auf der Straße nach Beregost überfallen. Der Torwärter berichtet mir, dass Gorion dafür gesorgt habe, dass mehrere der Angreifer sich zu ihm in die nächste Welt gesellen, bevor er schließlich überwältigt wurde. Ich hoffe, das bringt euch, auch euch wie mir, ein wenig Trost.
Sein Mündel ist verschwunden. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Ich habe euren Brief an die Bibliothek erhalten und konnte einen Großteil des angeforderten Materials finden. Es wurde sorgfältig verpackt und macht sich mit diesem Brief auf die Reise. Ehrenhaft Grüße, Tristan P. Schiefer, Bibliothekar in Kerzenburg. Ich hoffe, ihr verzeiht meine Neugier, doch warum benötigt ihr so viele Informationen über Balbrot? Woran arbeitet ihr? Also das war dann Gorion mit dem Mündel raus. Der Mündel war man als Spieler in Baldur's Gate 1. Lesen. Es kam zu mir eine Frau, welche ich für er nennen würde. Und ich glaube, das hatten wir auch schon. Deswegen lassen wir das mal. Störung der Nerven und des Verstandes. Eine Abhandlung. Lesen. Dieser Brief ist eine zornig geschwungene Handschrift verfasst. Es ist ein Leserbrief an den Herausgeber von Baldurs Bild, eine für ihr kontroversen Artikel bekannte Boulevardzeitung. Werter Herausgeber, ich halte es für verabscheuungswürdig, nein, für diabolisch, dass ihr die lächerlichen Vorschriften zur Tierhaltung von Baldurs Gate macht, was wir auch schon gelesen hatten. Gut. Wenn wir das schon hatten, hatten wir das schon. Hallo? Polma. Die ist neutral anscheinend. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Oh, dann halt nicht. Was machen wir denn mit der dann? You don't have permission to be here. Was? Willst du denn jetzt? Sei bitte demütig um Vergebung und entferne mich sofort. Sie davon überzeugen, dass du hierher gehörst. Okay. Und dann? Es bringt doch auch nichts. Wieso schlägt das denn immer alles fehl? Na, immerhin einmal getroffen. Ausschwärmen. Kommt Karlach da irgendwie hin? Nee, ne? Dann stellt sich Karlach hier vorne hin und schießt auch mal drauf. Das war schon sehr perfekt. Bisschen Fun hier. Ausschwärmen. Ja, sie macht jetzt Spurten und das war's dann hoffentlich. Oder Karlach wird dran glauben. Oh, ein kritischer Treffer. Danke, danke. Liebe Schattenherz. Ja, okay, geht auch so. Shadowheart. Mehr hat sie nicht. Gut. Schnell alles looten hier. Geht es da hinten weiter? Anscheinend. Ja. Wir wollen schlafen. Okay. Schon übermüdet. Bücherstapel, nichts hier drin. Ja, okay. Aber brauchen wir nicht. Oh, die Schriftrollen, einfaches Gift.
Elixier Arcana Kultivierung. Obwohl das Buch verschimmelt mit Abdrücken von Tierinnereien bedeckt ist, ist ein Rezept noch immer lesbar. Es war mir bisher nicht klar, welche Freude es macht, anderen zu helfen. Während ich jetzt selbst nie die Fähigkeit hatte, das Gewebe direkt zu manipulieren, bekomme ich Nikros erstaunten Blick einfach nicht mehr aus dem Kopf. Denn er hatte, als er diesen Trank verabreichte, er erfüllte meinen Körper mit einer beruhigenden Energie, die ich nicht für möglich erachtet hatte. Rezept für ein Elixier der arkanischen Kultivierung. Erforderliche Extrakte, Vitriol des Gewebemoos, Sublimate aus Belladonna. Zubereitung, das Sublimate in kleinen Dosen dem Gewebemoos Vitriol hinzugeben und die Flüssigkeit dabei so gründlich mischen, dass beide Extrakte vollständig miteinander verbunden sind, auf kleiner Flamme köcheln und oder in der Sonne stehen lassen, bis die Arkanenergie greifbar wird. Der letzte Absatz wird dreimal umkreist, einmal davon Blut. Und nicht vergessen, ist Alchemie nicht zweifelsfrei. Denk an das Gesetz der drei. Selbe Zutat, drei Portionen. Das Extrakt wird euch belohnen. Ja, das kommt häufiger vor. Aber das ist cool, dass wir das können. Dann nehmen wir das mal mit. Hier ist nichts drinne. Wie nicht erreichbar, dann geh doch da einfach hin. Tagebuch der Priesterin. Die meisten Seiten dieses alten Tagebuchs wurden grob herausgerissen, vermutlich zum Feuermachen. So bringe die ineinander greifenden Kreise die Vollmonde mit den Sternen überein und die Finsternis bleibt unten, wo sie hingehört. Der Abgrund ins Unterreich bleibt versiegelt. Ich räume ein, dass die Anordnung nicht narrensicher ist. Doch ich musste zugunsten der Stabilität auf eine Komplexität verzichten. Ich habe mich immer gefragt, warum Selune mich aus der Halle des Wunders genommen und diesen Tempel als Priester hat dienen lassen. Vielleicht war dies der Grund. Vielleicht. Oder auch nicht. Hä, man kommt da nicht dran? Okay, dann halt, gehen wir da halt nicht dran. Mir doch auch egal. Schlüssel zum Vorhängeschloss. Okay, den nehmen wir mal. Himmelbett oder so. Was ist das hier? Nein, kein Verfolger. Oh, Heiltränke, das ist nice. Sie lune durch die Nacht und lenkt. Ihre Tränen sind die Sterne. Die Schwester bald schon sie verdrängt, doch nachts hält Angst sie von uns fern. Schar befreit von Trauer das Herz, doch schwarz-dunkle Nacht sie schafft, verbirgt Geheimnisse und Schmerz und eure Freude, eure Kraft. Silvanus, der Gott der Wildnis, Gott des Zaubers aller Natur, wagt nicht zum Schänden seiner Bildnis, bringt Schaden und Kummer euch nur. Von mir aus, okay. Ein Kleiderschrank mit Knochen drin. Wow. Gut. Dann haben wir hier noch ein Gift und eine Schriftrolle brennende hin. Ein Beutel, okay, gut. Doch nicht mehr Loot, oder? Polma. Aber die hatten wir doch schon. Okay. Seelenmünze, eine Abhandlung. Das hatten wir auch schon, ne? Das hatten wir auch schon, dass die für Höllenmaschinen sind, die Seelen, und für sonstige Sachen. Das hatten wir schon. Lektion zum Leben. Vernunft steht, wie sie überlebt. Okay. Seelenmünze nochmal und die Unmöglichen. Ja, gut. Störung der Nerven hatten wir auch schon. Hier ist sonst nichts. Ah, hier ist noch ein Bücherstapel. Okay.
What now? What am I to do? So, das Eisentor kann man aufmachen. Was ist hier drin sonst so? Können wir schnell speichern, bevor wir in die Luft fliegen oder sowas? Ich glaube nicht, dass wir hier noch was finden. Oh doch. Personen festhalten und Gift wieder. Das Gift war ja sehr verlässlich. Finde ich. I wonder who or what those chains are for. I wonder who or what those chains are for. Also die Chains waren von da oben, den Käfig, oder nicht? Your time has come. Und jetzt alle raus bitte. Ja, ich würde sagen, wenn wir da runtergehen. Ach, wir hätten, wenn wir die Kette nicht kaputt gemacht hätten, runtergehen können, oder? I wonder who or what those chains are for. Naja, aber da unten sind ja die Spinnen, das wissen wir. Und jetzt geht's da noch runter. Hier kamen wir rein, ne? Dann gehen wir jetzt hier runter. Licht. Lichtlein, Lichtlein an der Wand. Eine Felsspalte. I don't think I'll fit through there. Denkst du? Du kannst aber sagen, hier, ich bin so ein Halbling. Passen sie durch? Oh, jetzt passen sie durch. Ah, hier sind wir. Oh, und hier ist dieses Zeichen wieder. Und wieder zurück. Und Zauber aufheben. Okay, gut, ne? Gucken uns an, was hier so gibt. Hier oben ist noch irgendein Zeichen. Gut. Ja, und was haben wir hier? Eine Scheibe. Okay. Den Silberteller noch mal nehmen. Hier ist auch noch ein Silberteller. Wie, was ist denn? Ich weiß nicht, was sie aufgedeckt hat. Kommen die jetzt alle hierher oder? Okay, gut. Ist auf jeden Fall ein Hebel. Den will ich noch nicht drücken. Hier ist eine Tür. Ah, ich weiß, glaube ich, wo wir sind. Hebel, okay. Gut. Wo ist oben und wo ist unten? Ich würde sagen, hier ist oben, weil hier die Tür ist von, ich glaube, den Untergrund, wo wir schon waren. Müsste sein, das führte ja an diese Festung und wir haben sonst nichts mehr. Und oben war alles, ich glaube, das hat mit dieser Tür zu tun, wo oben Vollmond ist, hier an der Seite Halbmond, an der Seite Halbmond und ein Schattenmond oder so. Ich glaube, wir müssen das so hindrehen, dass das passt. So zum Beispiel? Nee, noch nicht. Ah, das wird schwer. Oder?
Also ich weiß es nicht, ob schwer wird, aber dann sollte unten ja nur, ne? Sollte unten ja alles schwarz sein. Das müsste dann so sein. Das war ja dann easy, weil hier oben geht's nur und unten schwarz. Und dann muss ja die drei hier an der Seite sein. Okay. Sollten wir nochmal speichern. Was ist denn hier? Hebel. Wow, wir hätten einfach den Hebel drücken können, oder wie? Naja, gut. Dann gehen wir hier runter und dann sind wir bei diesem Abgrund, wo wir hochgeklettert sind. Okay, gut. Ihr wisst, wo das ist, ne? Man kann ja, ich kann es ja zeigen, wenn wir hier runtergehen, dann müssten wir dahin kommen, wo wir waren. Ah. Ja, ich wusste es. Reise durch das Unterreich. Ich weiß nicht, ob wir das dann tun. Suche nach Nachtlied. Ich weiß nur, dass wir schon gelootet haben und von draußen reingekommen sind. Irgendwann mal. Und durchs Unterreich wollten wir ja nicht. Wir wollten ja oben durch den Gebirgspass. Vielleicht kommen wir irgendwann dann nochmal hier und können trotzdem zwei Wege gehen. Keine Ahnung. So, aber wir sollten jetzt, da wir im Goblin fertig sind, zum Hain gehen, ne? Zum Druidenhain, das Markheim. Wir brauchen noch nicht rasten. Wir könnten Sachen verkaufen. Wir sollten erstmal mit Halsin reden, wahrscheinlich. Halsin. Ja, wir reden mit Halsin und dann reden wir mit den anderen. Please machen Sie auf. Das ist nice. Und lass uns gehen. Sind hier alle friedlich, hoffentlich. A scout just reported. The goblin's leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Okay, danke schön. Ach, na, behaltet euer Geld, okay? Very good of you. Thank you. Nachher kommen noch deswegen um oder so. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Corker. As for us, no armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Wir sehen uns dort. Die feiern in unserem Lager noch irgendwas. Okay. Volksheld. Wir haben denen alle geholfen. Cool. Wir reden mit allen Leuten in der nächsten Folge. Ich würde noch gerne verkaufen. In dieser Folge. Gerne alles verkaufen und sowas. Und dann, ja. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Ich möchte Ware sehen. Natürlich. So. Leuchtende Rüstung haben wir.
Das verkaufen wir. Das. Glaubensdings. Ja, komm, wir verkaufen das alles. Brauchen das ja nicht. Wir haben ja die Glyphe. Alle haben, glaube ich, hätten wir noch ein Schwert. Das wäre cool. Ja. Na. Das Schild kann dahin, das kann dahin, die Lederstiefel, das. Alles, was wir so haben, alles wegverkaufen. Wir brauchen wieder Geld. Ein Knüppel. Das hätten wir. Also wir hätten alles verkauft mit denen hier, ne? Natürlich tauschen. Shadowheart. Verkaufen. Eins verkaufen, der Rest. Ja, später ins Lager. Goldhalskette. Das auch. Der Knüppel, das Kultistenmal. Der verfaulte Fisch, den ich aus Versehen mitgenommen habe. Den wir aus Versehen aufgehoben haben. Nebelschritt ist eigentlich cool, ne? Und komm, wir verkaufen das hier. Sie hat jetzt eine Glyphe. Weg damit. Tauschen. Der Rest fliegt dann weg. Hier, das Silberglas. Ein davon. Sagt ja, machen wir schnell noch, damit wir die nächste Folge direkt reinstarten können und mit den Leuten hier reden können und so. Was dann auch super ist. Und Zylonis Träume. Den können wir wegtun. Das weiß ich noch nicht. Da. So. Er hat nicht mehr. Hat er noch irgendwas, was er uns geben kann? Also es wäre cool, wenn er noch was hat. Ich glaube, wir haben den so sehr viel verkauft. Alle Ware, die wir hatten, hat er. Natürlich Heiltränke, ne? Und das hier vielleicht... Ja. Natürlich noch die Heiltränke hier. Die hätte ich gerne auch mit, aber sonst hätten wir erstmal nichts, oder? Karlach. Wie sieht's aus mit einer Fellrüstung plus 2? Geht nicht. Das Geld holen wir uns wieder. Dankeschön. Hier das noch rein. Und das. Ölflasche. Und dann hätten wir noch das hier, ne? Den Stab und so. Wie viel Geld hat er denn? Ha! Na, dann behalten wir das erstmal. Bis zum nächsten Händler. Das kommt da oben rein. Das kommt ins Lager. Da gehen wir gleich zum nächsten. Beim nächsten Mal. So. Wir gehen jetzt mal hier. So, Lager.
ans Lager senden. Das auch alles ans Lager senden und dann ist auch gut. Hier kommen wir es nächstes Mal, oder? Decken kann man sie nicht. Ja, gut. Der Schlüssel kommt da auf jeden Fall auch rein. Hier ein paar Gifte. Können wir ihnen noch geben? Diese Bombe. So. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ach, Musik wieder toll. Warum haben wir Jäle ein halb hoch elf hier? Karlach, das macht man aber nicht. Das ist so, ja, keine Ahnung. Das kann man auch verkaufen, ne? Hier kriegst du zum Verkaufeli. Alles zum Verkaufen oder benutzen? Ich weiß noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall gucken. So, das tun wir dahin und das hier. Dann sind wir aufgeräumt, oder? Die Sachen gucken wir uns nächstes Mal noch an. So, ein paar Sachen verkaufen, tun und machen. Hier haben wir alles und hier hätten wir alles. Was ist die Story? Ja, ich weiß nicht, Karlach, geh mal hier irgendwo hin. Da können wir was reintun. Gut. So, dann in der nächsten Folge werden wir zum anderen Händler noch gehen und mit Halsin und so reden. Cool. Und dann gucken, wo wir hingehen, ne? Dann geht's ja wahrscheinlich auch zum Gebirgspass oder so. Was ist das hier unten? Ach so. Das war und im das war bei der Goblinfestung unten, was wir markiert hatten wahrscheinlich. Hier Reise über den Gebirgspass. Wir machen dann erst das und dann Reise über den Gebirgspass, weil wir alles erkundet haben. Cool. Dann würde ich sagen, Dankeschön, Like da lassen und abonnieren nicht vergessen. Ne? Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.